Also, um die Feierlichkeiten der Bayern nicht zu stören, und neben mir sitzt unser Cheftrainer Marco Rose, und bitte eure Fragen an ihn. Als allererstes möchte ich schon den Zeitpunkt nutzen, um natürlich Bayern München zur Meisterschaft zu gratulieren. Ich denke, es gehört sich so, auch wenn es für natürlich angenehmere Dinge gibt, als Borussia Dortmund hierher zu kommen und durch eine Niederlage Bayern zum Meister zu machen. Aber ich denke, wenn man nach 31 Spieltagen 12 Punkte Vorsprung hat auf den zweiten, dann ist das sehr verdient. Also herzlichen Glückwunsch. So viel Zeit muss sein. So, jetzt bitte die Handzeichen für Fragen. Sebastian Wessling. Ja, dann beginne ich mit dem berühmten: Woran hattet ihr gelegen? Ja, ich glaube, dass wir insgesamt ordentlich ins Spiel reingekommen sind. Dann kriegen wir die Standardsituation. Es war natürlich zu erwarten, dass Bayern München auch mal Möglichkeiten hat, dass sie mit viel Wucht auch angreifen. Aber ich finde schon, dass wir das sehr, sehr ordentlich im Griff hatten. Dann haben wir in der ersten Halbzeit vor allen Dingen unsere Angriffe, die wir hatten. Wir hatten schon auch Phasen mit Ball. Wir hatten Umschaltsituationen. Die Angriffe, die wir dort hatten, haben wir nicht zu Ende gespielt, immer wieder. Wir hatten schon 4, 5, 6 Situationen, wo wir an der Box waren und keinen Abschluss gefunden haben. Das fühlt sich dann natürlich in München auch nicht gut an. Und bekommen dann wieder mal durch einen individuellen Fehler das 2-0. Und wenn du natürlich dann in München zur Pause 2-0 zurückliegst, dann ist das keine einfache Situation. Wir haben uns zur Pause dann nochmal eine Menge Dinge vorgenommen, ein paar Sachen besprochen, und glaube, dass wir zweite Halbzeit dann einen sehr offenen Fight draus gemacht haben, den Anschlusstreffer erzielen. Wie ich gehört habe, noch einen zweiten Elfmeter kriegen müssen. Ich habe es nicht nochmal gesehen. Deswegen kann ich das natürlich jetzt auch nur so weitergeben, wie ich es von einer Menge Leuten gehört habe, die jetzt auch keine ganz Vollblinden sind. Hinten raus, klar, Bayern mit gefährlichen Kontern, von dem sie noch ein zu Ende spielen. Wir hatten schon auch noch ein paar Möglichkeiten. Erling zweimal, Marco zweimal ganz gut durch. Und ja, dann steht es am Ende 3-1 in einem Spiel, wo sicher für uns heute mehr drin gewesen wäre. Vor allen Dingen, wenn wir es erste Halbzeit auch schon so gespielt hätten wie zweite Halbzeit. Die nächste Frage kommt von dem Kollegen da drüben. Ja, Sebastian Kolzberger. Daniel, kannst nicht erkennen. Macht ja nichts. Marco, du hast die Szene zwischen Jude Bellingham und Benjamin Pavard, war es, glaube ich, angesprochen. Kannst du nachvollziehen, warum der Schiedsrichter nicht nach draußen gegangen ist und sich das nochmal auf dem Videomonitor angeschaut hat? Im Hinspiel gab es ja eine ähnliche Szene, da gab es Elfmeter gegen euch zum 3-2. Am Ende ist das dann ein bisschen Pech, oder wie bewertest du das? Was soll ich jetzt dazu? Nochmal, ich habe die Szene nicht gesehen. Ich kann jetzt nur hören, sagen, weitergeben. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere, mit dem ich geredet habe, auch die schwarz-gelbe Brille auf. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich es mir einfach auch nochmal anschauen. In 2 Tagen interessiert meine Meinung dazu sowieso keinen mehr. Also sind wir dann auch durch. Er ist nicht gegeben worden. Das ist jetzt natürlich im zweiten Spiel zu Hause und hier in München dann schon eine Menge. Aber nochmal, ich würde es mir ganz gerne selber angucken, bevor ich mir eine endgültige Meinung bilde. Gibt es weitere Fragen an unseren Trainer? Außer hier ist ein Experte dabei, der es genau gesehen hat. Der hat nicht unbedingt eine schwarz-gelbe Brille auf. Sebastian Wessling nochmal. Ich bin leider kein Experte, sondern nur Journalist. Ihr hattet ein paar Spieler, die jetzt ein bisschen was abbekommen haben. Es gab ein paar mit Krämpfen. Erling hat zwischendrin leicht gehumpelt. Kannst du schon sagen, ob alle das einigermaßen heil überstanden haben, den Tag? Oder gibt es da wieder ein paar, die jetzt Probleme haben nach diesem Spiel? Ja, also Joshua Kimmich hat auch Krämpfe. Ich glaube, dass es insgesamt ein sehr intensives Spiel war. Ging schon hoch und runter, und die Jungs haben alles reingehauen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir vor allen Dingen mit Krämpfen davon gekommen sind und keinen schwerwiegenderen Verletzungen.
muss man in Dortmund die Tage immer wieder machen. Noch eine Frage da drüben. Hallo, Jürgen Bautzen, Norwegian VG. Marco, Erling's performance today and the last weeks after he returned from the national team with his ankle, how has it been and what do you think in the future now? Yeah, last week he scored 2 times. I think he is getting better and better. He still have pain and it's not so easy for him, but he's trying for the team. The situation around him maybe makes him a little bit thinking about his own situation, but I have the feeling he's 100% focused. He's getting better and better, but the point is that we had a lot of games this season without him, and we have just 3 more, so. And Bayern München ist deutscher Meister. So. Und wir müssen zum Flugzeug, deswegen würde ich eine letzte Frage vom Kollegen Kohlsberger. Geht auch, glaube ich, relativ schnell. War das abgesprochen, dass Emre Can die Elfmeter heute schießt? Weil normalerweise schießt ja auch Erling Haaland, wenn er fit ist und wenn er spielt. Gerne. War jetzt nicht abgesprochen. Ich gehe davon aus, dass es Emre als Führungsspieler gesagt hat, ich nehme das Ding, ich schieße und hat einen reingemacht. Eine letzte Frage. Aber. Herr Rose, die Bayern sind ja 10 Jahre hintereinander immer deutscher Meister. Auf wie viele Jahre, glauben Sie, muss man sich noch einstellen, bis die Serie endet? Ja, wir reden über Fußball. Und im Fußball kann man durchaus mal 10 Jahre hintereinander Meister werden, vielleicht auch 15. Keine Ahnung. Aber es gibt ja immer Mannschaften, die es versuchen, das zu ändern. Und dazu gehören wir. Wir werden uns schütteln, wieder neu aufstellen, nichts an unseren Ambitionen ändern. Wir haben ja dieses Jahr auch gemerkt, dass wir genau daran gemessen werden. Für heute muss man den Bayern erstmal und kann man den Bayern dazu gratulieren. Aber ich glaube, dass wir alle versuchen sollten, die Meisterschaft auch nächstes Jahr wieder spannend zu gestalten, noch spannender zu gestalten und dem deutschen Rekordmeister ein Bein zu stellen. Da wird Borussia Dortmund sicher einer der Ersten sein, die das versuchen. Damit vielen Dank und allen einen guten Nachhauseweg. Schönen Abend. Tschüss. Einen schönen Abend.